Lohnt es sich eigentlich noch eine PlayStation 4 zu kaufen? Hallo und willkommen zu einem neuen Tipps-Video und damit der Beantwortung der Frage, die sich aktuell wohl Millionen Konsolenfans aus diesem wunderbaren Planeten hier fragen. Die berühmteste aller Fragen überhaupt den Hardware-Bereich. Lohnt es sich noch? Und alle, die meinen Kanal schon länger verfolgen, die wissen ganz genau, dass mich diese Lohnt es sich Fragen eigentlich total nerven. Besonders bei PC-Hardware ist das eigentlich kaum sinnvoll zu beantworten. Ganz besonders, wenn die Fragesteller so ganz stumpf fragen. Lohnt es sich ein Ryzen 5 3600X zu kaufen? Also ohne jegliche Zusatzinfos, wer soll das denn bitte beantworten? Da muss sogar meine Glaskugel hier mit ihren nicht vorhandenen Schultern zucken. Lohnt es sich eigentlich noch, dich überhaupt irgendwas zu fragen? Also weiter im Text, Spaß beiseite. Alle Welt freut sich aktuell wahnsinnig auf Weihnachten. Warum? Na, weil zur Weihnachtszeit bzw. kurz davor definitiv die PlayStation 5 von Sony erscheinen wird. Und das ist Fakt. Viel mehr Fakten zur PlayStation 5 gibt es aber kaum und wer wirklich alle aktuellen Fakten mal aufgelistet haben will, der sollte sich einfach mal mein entsprechendes Video dazu ansehen, zu finden natürlich hier oben in der Infobox. Die Leistungsdaten der PlayStation 5 sind zwar noch nicht ganz final, aber man weiß auf jeden Fall schon, in welche Richtung es so gehen wird. Und diese Richtung ist eine ganz andere als damals beim Release. Dieses Schmuckstück hier, nämlich der Ur-PlayStation 4, diese war nämlich, ja, so ehrlich muss man einfach sein, schon bei Release selbst Mittelklasse-PCs hoffnungslos hinterher und technisch eigentlich schon, wie gesagt, bei Release veraltet. Sorry, PlayStation-Fanboys, das ist keine Meinung, das ist ganz einfach Fakt. Und das geht der Xbox One allerdings ganz genauso. Die PlayStation 5 wird aber wohl nicht nur mit Mittelklasse-PCs mithalten können, sondern sogar noch zwei, drei Schippen drauflegen. Und an die gleiche Leistung heranzukommen, sind wohl demnächst mindestens 1000 Euro für einen entsprechenden PC fällig. Dann hat man beim PC allerdings auch immer noch den Nachteil, dass man zwar die gleiche Rohleistung wie die PlayStation 5 hat, aber diese in einer Konsole natürlich deutlich besser ausgenutzt wird. Denn der große Vorteil der Konsolen hier ist natürlich ganz klar, alle sind gleich. Bei PCs gibt es Millionen unterschiedlicher Konfigurationen und das stellt natürlich ein großes Problem für die Spielehersteller dar. Tragen wir mal kurz die Leistungsdaten der PlayStation 5 zusammen. Eine AMD Zen 2 CPU mit 8 Kernen und eine AMD Grafik auf ADNL 2 Basis mit mindestens 9 Teraflops an Rohleistung werden zum Einsatz kommen. Die Grafik wird aber eventuell noch deutlich stärker werden und damit mindestens einer RTX 2080 von Nvidia entsprechen und wie diese natürlich auch die Raytracing Technik anbieten. Wer also Raytracing will, dem stellt sich die Frage nach einer PlayStation 4 sowieso nicht. Hier ist die PlayStation 5 nämlich ein Muss. Noch dazu wird diese viele weitere Vorzüge bieten, der Controller wird wohl überarbeitet werden und die PlayStation 5 wird mindestens abwärtskompatibel zur PlayStation 4 hier sein, eventuell sogar bis zu PlayStation 1 hinunter. Für alle Retro-Fans ist das natürlich ein Traum. Eine Konsole für alles, was will man denn mehr? Und die PlayStation 5 wird auf jeden Fall auch wieder Virtual Reality in Form der PSVR und später auch der PSVR 2 unterstützen. Für Virtual Reality ist nämlich extrem viel Leistung nötig, was man an den VR-Spielen der PlayStation 4 auch immer ganz gut sieht, da diese grafisch halt sehr reduziert sind. Eine PS5 wird hier aber eine ganz andere grafische Qualität in die virtuelle Realität bringen. Egal ob PSVR 1 oder 2, wer auf Virtual Reality setzt, sollte auf jeden Fall noch auf die PlayStation 5 warten. Gucken wir uns doch die PlayStation 4 Nummer an. Hier einmal das allererste Urmodell. Diese bietet übrigens ebenfalls 8 Kerne, aber zum einen sind das jetzt nicht wirklich echte 8 Kerne, da diese halt technisch sehr limitiert sind. Und zum anderen ist die dort verwendete Jaguar-Architektur von AMD, ja, wie ich schon sagte, halt einfach schnarchlangsam. Und das war sie schon bei Erscheinen 2013. Und das ist auch der Grund, warum sich das Menü mal relativ träge anfühlt und eigentlich so alle Aktionen vom Starten von Apps zurückgehen ins Dashboard und. Alles benötigt halt die berühmte Gedenksekunde. Und auch die Grafik war bei Erscheinen jetzt nicht unbedingt der Knaller, aber durchaus in Ordnung und bot dann doch spürbar mehr Power als die Xbox One. Wieder wurde mal auf AMD gesetzt, 1152 Shader und eine Rohleistung von 1,84 Teraflops standen an. Leider konnte diese Rohleistung aber nicht ganz so gut genutzt werden, wie dies bei der PlayStation 5 der Fall sein wird. Daher ist diese nicht nur auf dem Papier fast 5-mal höher, sondern wird in der Praxis auch noch deutlich besser ausfallen. Trotzdem bot und bietet die PlayStation 4 für die durchaus limitierte Leistung teils traumhaft schöne Spiele. Verdanken können wir das dem Vorteil gegenüber einem gleichschnellen PC, nämlich der Tatsache, dass halt jede PlayStation 4 halt gleich ist. Ein PC mit ähnlich viel Leistung, na
Komm, da wollen wir gar nicht erst drüber sprechen. Leider kommt die normale PlayStation 4 mittlerweile an ihre Grenzen. Die meisten Spiele werden halt für deutlich leistungsfähigere Systeme wie PCs, PlayStation 4 Pro und die Xbox One X optimiert. Die normale PlayStation 4 hier ist da ja leider nur noch ein notwendiges Übel. Und das merkt man einigen Spielen mittlerweile leider auch an. Denn selbst heutzutage ist eine PlayStation 4 Pro eigentlich die Konsole der Wahl, wenn es denn eine PlayStation sein muss. Soll heißen, es ist völlig egal, ob nun PlayStation 5 ansteht oder nicht. Eine PlayStation 4 hier, die kann ich eigentlich guten Gewissens überhaupt nicht mehr empfehlen. Sie ist schlicht zu langsam für viele Spiele und das Erlebnis auf der deutlich leistungsfähigeren PlayStation 4 Pro ist teils deutlich besser. Eigentlich, und das sagte ich ja schon, war sie ja schon bei Erscheinen viel zu langsam, da sie viele Spiele nicht mal in Full HD darstellen konnte, sondern tatsächlich eine niedrigere Auflösung nutzt und auch nutzte. Und die CPU der PlayStation 4 Pro hier ist dabei gar nicht mal der entscheidende Faktor, denn hier wurde eigentlich nur der Takt so ein bisschen angehoben. Ansonsten arbeitet auch in der PlayStation 4 Pro hier die gleiche schnarchlangsame AMD Jaguar CPU wie in der alten PlayStation 4. Entscheidend ist hier aber der Grafikchip. Er basiert zwar im Grunde genommen immer noch auf der AMD GCN Architektur, wurde mit der aktualisierten Polaris Version aber ordentlich auf Vordermann gebracht und ist eine ganz andere Liga als an der PlayStation 4 Base. Mehr als doppelt so viel Rohleistung bietet dieser Grafikchip nämlich. Ein ähnlicher Chip arbeitet übrigens auf jeder AMD Radeon RX 580 Grafikkarte, die auch heute noch eine absolut brauchbare Grafikkarte ist. Ja, ihr seht, die PlayStation 4 Pro lässt die PlayStation 4 Base einfach ganz klar hinter sich. Ein zwar schon älteres, aber an sich immer noch aktuelles Review der PlayStation 4 Pro hier im Vergleich zur PS4 Base habe ich euch übrigens mal hier in der Infobox verlinkt. Wenn der Preis der PlayStation 4 deutlich unter der der PS4 Pro liegen würde, ja, dann könnte man durchaus noch sagen, ja, kann man machen. Aber zum Zeitpunkt dieses Videos kostet eine PlayStation 4 Slim mit 1 TB und einem Controller bei Amazon stolze 279 Euro. Von der 500 GB Version würde ich übrigens grundsätzlich die Finger lassen, denn die Festplatte ist hier gefühlt schon nach 3 Spielen voll. Die 1 TB PlayStation 4 Pro hier, ebenfalls mit einem Controller, kostet aber nur schlappe 50 Euro mehr, also 339 Euro. Selbst wenn man knapp bei Kasse ist, gibt es hier eigentlich nur einen einzigen Tipp. Macht Überstunden, Ferienjobs, pumpt die Oma an, geht Flaschen sammeln. Aber um Montys Willen, kauft euch für 50 Euro mehr bitte, bitte eine PlayStation 4 Pro. Ihr werdet es definitiv nicht bereuen. Und natürlich habe ich euch beide Versionen mal hier unter dem Video verlinkt. Okay, meine Meinung zur normalen PlayStation 4 habt ihr damit gehört. Und die Antwort auf die Frage, lohnt es sich noch eine PlayStation 4 Base zu kaufen, ist ganz klar, nein. Nur bei sehr, sehr guten Sonderangeboten unter 200 Euro für die 1 TB Version würde ich da noch zuschlagen. Und bei der PlayStation 4 Pro hier ist die Entscheidung dann doch deutlich schwerer als bei der PS4 Base. Denn die PS4 Pro hat meiner Meinung nach weiterhin eine Daseinsberechtigung und wird auch noch lange nach Release der PlayStation 5 verkauft werden. Die PlayStation 5 bietet trotz allem natürlich ein Vielfaches an Prozessorleistung und weit mehr als die doppelte Grafik-Rohleistung der PlayStation 4 Pro. Das klingt jetzt im ersten Moment zwar sehr, sehr beeindruckend, aber man sollte sich davon jetzt auch nicht allzu viel erwarten. Wer auf jeden Fall kein Update zur PS5 braucht, das sind nämlich Full-HD-Zocker. Wer ein Full-HD-TV oder Monitor nutzt und das auch die nächste Zeit noch nicht ändern will, der benötigt definitiv keine PlayStation 5. Diese kann natürlich auch Spiele in Full-HD anzeigen, keine Frage. Das ist aber jetzt nicht ihre Leistungsklasse. Hier ist nämlich 4K UHD das Zauberwort. Die Spiele werden zwar auch in Full-HD sicherlich besser aussehen, aber besonders Zocker, die sich jetzt nicht so mit Grafikeffekten wie Tessellation, Kartenglättung und so weiter beschäftigen und auskennen, die werden den Unterschied eventuell nur im direkten Vergleich wahrnehmen. Die PlayStation 4 Pro hier wurde und wird natürlich auch mit 4K beworben, jedoch sind echte 4K-Spiele, also Spiele, die ohne irgendwelche Tricksereien die Spiele auch nativ in 4K berechnen, sehr rar gesät. Entweder müssen Details oder Auflösungen eingeschränkt werden oder halt die Bildrate. Natives 4K geht auf einer Konsole dieser Leistungsklasse hier nur mit starken Einschränkungen. Was übrigens natürlich auch für die Xbox One X hier gilt, die zwar etwas mehr Dampf hat, aber trotzdem natürlich auch tricksen muss. Und das wird mit der PlayStation 5 nicht mehr nötig sein. Genug Power für 4K ist da und viele Spiele werden dann auch butterweich mit 60 oder vielleicht sogar noch deutlich mehr FPS laufen. Wer also wirklich auf 4K UHD setzt, der sollte jetzt auch vom Kauf einer PlayStation 4 Pro hier absehen und die paar Monate auf jeden Fall noch warten. Was jetzt auch eigentlich doch gar nicht so schlecht ist, denn so kann man sich doch jeden Monat noch so ein paar Euros zur Seite legen. Denn natürlich wird die PlayStation 5 auch deutlich teurer sein als aktuell die PlayStation 4 Pro.
Allgemein gilt für die PlayStation 4 Pro aber was Ähnliches wie für die normale PlayStation 4, denn der Preis ist entscheidend. Die PlayStation 5 wird voraussichtlich mindestens 499 Euro kosten. Ja, mit Pech leider auch noch einen Tacken mehr. Eine PlayStation 4 Pro bekommt man bei der einen oder anderen Aktion sicherlich, sagen wir mal, für knapp 300 Euro. Und dann kann man das natürlich durchaus machen. Am Ende ist es aber auch wichtig, wie der Einzelne natürlich so drauf ist. Wer eine absolute Grafikhure ist und immer nur das Beste will, der muss dort zwangsläufig auf die PlayStation 5 warten. Wem aber maximal hohe Bildraten und Auflösungen egal sind, der kann bei einem guten Angebot absolut ohne Probleme zur PlayStation 4 Pro hier greifen. Und wenn ihr später dann vielleicht doch noch zur PlayStation 5 greifen wollt, ist das überhaupt kein Problem. Denn nie war es so einfach, auf eine neue Konsolengeneration zu wechseln. Denn die PlayStation 5 wird voll kompatibel zu Spielen der PlayStation 4 sein. Wenn ihr also die PlayStation 5 kauft, habt ihr direkt schon ein riesengroßes Spieleangebot und könnt eure alten PlayStation 4 Spiele auch auf der PlayStation 5 weiterzocken und die PS4 vielleicht noch zu einem halbwegs guten Preis verkaufen. Wer also aktuell auf Teufel komm raus eine PlayStation haben will, okay, dem bleibt natürlich gar nichts anderes übrig, als hier eine PlayStation 4 Pro zu kaufen. Und ja, ihr seht schon, so ganz pauschal kann man das alles gar nicht sagen. Lohnt es sich, eine PS4 noch zu kaufen oder nicht? Das kommt halt immer auf den Einzelnen an. Wenn es jetzt aber zum Beispiel ganz persönlich um mich hier ginge, nein, ich würde jetzt keine PS4 und auch keine PS4 Pro mehr kaufen und die paar Monate auf jeden Fall noch durchhalten. Allerdings betrifft mich das Thema jetzt nicht so wirklich, denn wie viele von euch wissen, bin ich ja Konsolensammler und ich kaufe sie mir sowieso alle. Ob alt oder neu, jede Konsole findet bei mir ein wohlig warmes Zuhause. Und ich hoffe doch sehr, dass ich euch zumindest ein klein wenig bei eurer Entscheidung helfen konnte. Mir ist aber natürlich klar, dass viele jetzt trotzdem noch nicht so ganz sicher sind, was sie denn machen sollen. Abschließend daher meine Info, eine PlayStation 4 Pro ist aktuell noch vollkommen auf der Höhe der Zeit und ist für Full HD TVs die perfekte Konsole und wird das auch sicherlich noch so einige Zeit bleiben. Ich würde es daher wirklich an der Auflösung meines TVs festmachen. UHD heißt warten und Full HD heißt kaufen. Und da sich UHD TVs mittlerweile aber sehr verbreitet haben, heißt es für viele dann wohl leider warten. Ja, ich weiß, die Zeit kann echt lang werden, aber ist Vorfreude denn nicht immer die schönste Freude? Wobei es natürlich doch nur einen einzigen Grund für die PlayStation 4 Pro gibt. Denn wer Virtual Reality will, der sollte meiner Meinung nach zwar besser auf die PlayStation 5 warten, wer aber auf wirklich möglichst günstigen Wege in die virtuelle Realität eintauchen will, ja, der kommt eigentlich wiederum gar nicht an der PlayStation 4 Pro hier vorbei. Und bitte für VR Finger weg von der normalen PlayStation 4. Wer ein bisschen auf Angebote achtet, der kann ja nämlich schon für insgesamt unter 600 Euro in Virtual Reality einsteigen. Und günstiger ist das im aktuell wohl sinnvollen Leistungsbereich nur mit dieser hier, nämlich mit der Oculus Quest für ja ab 450 Euro. Allerdings bietet diese ja deutlich weniger CPU- und Grafikleistung als eine PlayStation 4 Pro hier, ist dafür allerdings auch komplett kabellos. Ja, ich freue mich jedenfalls riesig auf die PlayStation 5 und wer immer auf dem allerneuesten zum Thema sein will, der ist auf meinem Kanal hier auf jeden Fall richtig, denn nur hier gibt es alle zwei Tage die neuesten Infos, Fakten und vor allem Gerüchte natürlich zur neuesten Gaming-Hardware. Wer da nicht abonniert und das Glöckchen klingeln lässt, tja, der ist leider selbst schuld. Vielen stellt sich sicherlich die Frage, lohnt es sich das Monty zu abonnieren? Aber selbstverständlich lohnt es sich. Völlig kostenlos das Ganze. Und auf meinem Kanal gibt es noch dazu ein ganz besonderes Extra dazu. Denn abonnieren und Like macht bekanntlich schön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.